Jo, Freunde, wir fliegen Motorsportunterhaltung. Seid gegrüßt heute hier. Heute hier ein gediegenes Rötchen auf Dragon Trail Gruppe. Läuft. Achso, ich dachte schon, er fährt jetzt die Box. Hier ein gediegenes Rötchen DUSC Gruppe 3. Wir gefahren wird einmal Medium, einmal Soft. Wir starten ja auf Medium, fahren die dicke Corvette. Ist nicht die schnellste auf der Strecke. Aber mit der lässt sich etwas einfacher überholen. Deswegen ist es schön schnell auf der Geraden. Wie lange die Reifen halten, weiß ich auch nicht so sehr. Also nicht so gut. So sehr, was in Deutsch. Ihr wisst schon, was ich meine. Wahrscheinlich bei der dicken Corvette nicht allzu lange. So. Vor uns hier der Gran Turis. Auch mit der Corvette, mit meinem Teammate Kappa. Ich hoffe, Uwe ist faster als du. Ich hoffe, er macht da nicht zu sehr Anstalten. Gucken wir, vielleicht können wir uns jetzt schon auf der Bremse holen. Hat schon mal direkt gerumpelt davon. Oh, er macht ja direkt zu, der Kollege, das ist klar. Aber alles im Grunde euch. Weil ich ihm jetzt nicht verübeln. Chicane of Death fordert noch kein Opfer. So, jetzt haben wir den Franzosen endlich. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht hinten auf die Ecke fahre. So, jetzt kann man mal sehen, wie schnell die Corvette ist. Jetzt nämlich ganz easy. Nicht vorbei, alles klar, gut. Ja, die haben auf jeden Fall Bock hier. Das Rennen ist lang. Ja, nur wenn sie aus unnötigen Scharmützeln raushalten. So wird der Plan. Naja, hier, wenn du hier außen bist, stinkst du ab, Kiesbett. Kaum gesagt und. Ja, ist fast passiert. Ferrari hat ja nicht ganz optimal die Ideallinie erwischt. Ruhig vorne. Leck. Ja, danke. Ich habe ihm extra Platz gelassen und hat's geschöppert, glaube ich. Egal, nichts passiert. Wir wollen jetzt nicht weiter uns damit beschäftigen. Das kostet wieder nur unnötige Hirnkapazität, die wir noch brauchen fürs Rennen. So, jetzt ist der Gran Turis dran. Das ist die bessere Linie, wir gucken. Ja, hier ein bisschen eher aufs Gas. Ja, schade. Oh, die Corvette sieht schon sexy aus, muss man sagen. Ist da, glaube ich, mittlerweile sogar schon ein neueres Modell gibt. Das ist ja die C7, ich glaube, die C8 gibt es schon auf der Straße. Ich weiß gar nicht, ob es das auch schon als Rennversion gibt. Die C8. So, Reifen sehen eigentlich noch ganz chillig aus. Ist angeklopft hier. Mir das auf jeden Fall etwas einfacher vorgestellt hier unter Teamkollegen Kappa.
Aber jetzt habe ich die Innenbahn-Diggi. Nee. So, das hat auch schon mal ganz gut funktioniert. Leichtes Untersteuern. Das ist auch nicht ganz optimal. So, jetzt sollte es eigentlich die Gefahr vorüber sein. Oder auch nicht. Ist er wieder. Hat er schön gemacht. Ich glaube, da habe ich schon leicht die Ecke gestriffen. Huch. Ich wüsste doch echt gerne, weil ich aufs Fenster habe, was da auf der Straße los ist. Okay, da kommt eine Box. Das hat auf jeden Fall. Da labern schon die ganze Zeit irgendwelche Rentner, die wieder kein Zuhause haben, schön. Kann man sich da echt. Müssen wir perfekt hier vor meinem Fenster. Haben sich hier ein schönes Plätzchen ausgesucht. Uiuiuiuiuiui, alles softig. Auch wenn mir die Rentner schon echt auf den Sack gehen da draußen, ey, ohne Witz. Ich bezweifle, dass die Soft so lange durchhalten. Was, wenn ich jetzt in die Box komme? Der Franzose mit der Corvette. Ich werde jetzt, glaube ich, auch eins nach hinten stellen. Ob es mal eins, zwei. Puff. Egal, es ist sicher das Stimmen. Zwei sollte passen. Vielleicht kann man auf den Soft sogar drei fahren. Sprit reicht auch locker, so wie es ausschaut. Oh, wie Monte immer so schön sagt, Sprit. Sprit reicht locker. Ah, der 1,41 ist halt schon echt. Not so yellow from the egg. Also, solange ich so freie Fahrt habe, werde ich es noch probieren, den Reifen auszulutschen. Jetzt bei 10. Stelle im ersten Sektor. Also, es scheint noch ein bisschen zu gehen. Ah, die Corvette ist halt aber auch echt ein Untersteuermonster. Mit frischen Reifen aus der Box. Da werden wir uns heute nicht großartig anlegen. Vielleicht eher hinten ranhängen. Ja, Porsche macht da den Fehler. Sehr gut. Ja,
Ja, komm, ich komm jetzt. Ich fahre ja alle Box, komm ich jetzt auch rein. Ich glaube, wenn ich jetzt noch länger draußen bleibe, das ist dann eher kontraproduktiv. Nur dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Hier auf P14. Da ist der Franzose. Mein Teammate. Mal gucken, was jetzt so mit dem Soft hier möglich ist. Kann er nicht ganz die Linie halten. Der Mart. Ich hoffe, das war Ehre wert, sehr Ehre wert. So, da sind wir wieder dran, ein Grand Tourist. Ah, der Exit war jetzt nicht so gut. Das hält er auch nicht gegen. Also ich muss echt mal hier ein Lob aussprechen. In der Lobby sehr, sehr vernünftig die Leute. Sehr, sehr vernünftig. Italiener mit dem Fehler. Na. Mach mal nicht diesen jetzt. Ah, schade für die schnellste Runde, hat es nicht gerecht. Aber das Überholmanöver bei meinem Team verlegen. Da wahrscheinlich zu viel Zeit gekostet. Wieso war der jetzt geghostet? So, das müsste eigentlich direkt für den Konter reichen. Ja. Scheiße. Shit. Nicht gut. Nicht gut.
Was macht er denn hier, ey? Ja, das ist jetzt ausgequittet, ey. Was macht Predator da jetzt? Ey, okay, wir nehmen den Platz mit, aber... Ja, egal. Jetzt fährt er wieder anscheinend. Steuern, Alter. Puh, da habe ich mich ja schon fast Chicane of Death schon fast im Tod gesehen. Papa. Mein Predator ist immer noch schnell. Es ist aber krass, wie schnell die Corvette unter Steuern bekommt. Kannst du nichts machen. Außer vielleicht die Bremse noch einen nach hinten stellen. Das vielleicht ein bisschen mit dem entgegenzuwirken. Jetzt kriegen wir sogar nochmal Druck vom Predator. Dass denen seine Reifen auch schon leicht im Arsch sind. Also ein richtiges Verteidigungsfestival hier. Alter, ich habe hier keine Chance, nur wieder. Er fährt hier ganz easy ran. Ich bin die Kurve jetzt echt nicht schlecht gefahren. Mit den Reifen, die ich jetzt auch habe. Aber ich habe noch die Innenbahn. Mal gucken, vielleicht kann man den Angriff abwehren. Ja. Nochmal gereicht. Aber schöne Fights bis jetzt hier gehabt. Da kommt er jetzt nochmal. Das wird knapp. Das wird knapp. Das wird knapp. Da hat doch gereicht. Jawohlski. Na Freunde, würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Macht's gut, haut rein. Ciao.